Und unser Hauptstadtkorrespondent Florian Neuhahn ist vor Ort. Schönen guten Morgen, Florian. Was ist denn aus Ihrer Sicht das Wichtigste, das heute beschlossen wird? Na, es findet durchaus eine normale Kabinettssitzung statt, auf der auch ganz konkrete Beschlüsse gefasst werden. Zum Beispiel soll der Diplomat Felix Klein zum neuen Antisemitismusbeauftragten der Bundesregierung ernannt werden. Das ist ein Amt, das es bisher so nicht gab. Und es werden zwei Bundeswehreinsätze verlängert in Mali und am Horn von Afrika. Noch viel wichtiger aber dürfte sein, was die Regierung eher informell beschließt, nämlich den Fahrplan für die nächsten Wochen und Monate. Also welche Gesetze man da konkret voranbringen wird. Der Arbeitsminister hatte da gestern bereits von einem Rückkehrrecht von Teil auf Vollzeit gesprochen, das er möglichst bald einbringen möchte. Ebenso drängt der Haushalt, den die Bundesregierung für dieses Jahr noch vor der Sommerpause durch den Bundestag bringen möchte. Ja, und schließlich geht es vor allem darum, den Eindruck von Geschlossenheit, von Gemeinsamkeit zu erzeugen. Die ersten 4 Wochen, wir haben es gehört, waren ja geprägt von heftigen Debatten über Islam, Hartz IV, geprägt von den Ministern Seehofer und Spahn. Ja, und diesen Eindruck wollte man hier gestern schon heftig zerstreuen. Es soll so etwas entstehen wie ein Teamgeist dieser neuen Regierung. Ob das wirklich gelingt, da würde ich mal ein Fragezeichen dran setzen. Denn vor allem CSU und SPD müssen sich und wollen sich abseits dieser Regierungsarbeit profilieren. Die CSU steht vor der Landtagswahl in Bayern und die SPD vor den Trümmern der letzten Monate. Und diese Profilierung gelingt dann eben am besten durch Abgrenzung, durch Debatten. Und von denen werden wir auch nach Meseberg wohl noch einige erleben. Die Bundesregierung sucht nach einer gemeinsamen Linie von der Kabinettsklausur in Meseberg. Unser Hauptstadtkorrespondent Florian Neuhahn. Vielen Dank, Florian.